Wenn ihr jetzt ein breites Lächeln im Gesicht habt, dann habt ihr diese Serie wahrscheinlich genauso sehr geliebt wie ich, als ich noch ein kleiner Steppke war. Ursprünglich als deutsches Pendant zur Sesamstraße geplant, entwickelte sich Hallo Spencer schon früh in eine völlig andere Richtung und wurde schnell zum Liebling der Kids von damals. Doch auch heute noch erfreut sich diese Show größter Beliebtheit und hat für viele Kultstatus erreicht. Jüngste Begebenheiten zeigten allerdings, dass wohl nicht jeder diese wunderbare Sendung und deren Bedeutung für ihre Anhänger zu schätzen weiß. Herzlich willkommen beim Fetten Loser im Exil. Ich bin der Fette Loser im Exil und auch heute habe ich euch wieder einen Klassiker der Fernsehunterhaltung mitgebracht. Am 27. Dezember 1979 wurde die erste Folge von Hallo Spencer im NDR-Fernsehen ausgestrahlt. Ich weiß noch, wie ich meine Mutter bedrängt habe, dass wir uns mit dem Einkaufen beeilen müssen, weil ich unbedingt die erste Folge dieser neuen Show sehen wollte, von der ich in der Sieste gelesen habe. Wer die späteren Folgen der Serie kennt, würde niemals glauben, wie die ersten 6 Episoden noch ausgesehen hatten. Damals orientierte man sich vom Konzept her noch sehr stark an der Sesamstraße. Das bedeutet, dass man Spencer und seine Freunde nur in kurzen Segmenten einer Rahmenhandlung zu sehen bekam, die dann von wechselnden Beiträgen unterbrochen wurde, welche thematisch mit der aktuellen Folge zu tun hatten. In der ersten Folge war das zum Beispiel das Ei. Und damit wissen wir jetzt auch, was zuerst da war. Es war das Ei. Auch wenn sich nach der ersten Staffel der Show noch vieles ändern sollte, so blieb doch eine Sache seit der allerersten Folge immer unverändert. Und das war Spencers legendäre Begrüßung. Hallo, liebe Freunde von A bis Z, von 1 bis 100, von Norden bis Süden und Osten bis Westen. Hier bin ich wieder, euer lieber, guter Alter. Dieser Spruch stammt vom Regisseur der ersten Folgen und das war kein geringerer als Armin Maywald, den wir schon von der Sendung mit der Maus kannten und der auch Robby, Tobby und das Flievertüt inszeniert hat. Dabei war er ursprünglich überhaupt nicht als Regisseur für Hallo Spencer vorgesehen. Eines Tages jedoch bekam Maywald einen Anruf von einem Bekannten aus Hannover, der ihn bat, die Regie für eine neue Kinderserie zu übernehmen, weil der eigentliche Regisseur, mit dem man bereits einige Szenen abgedreht hatte, nicht auffindbar sei. Maywald drehte also die komplette erste Staffel und dann noch einige Folgen der zweiten, bevor er auf eigenen Wunsch wieder zur Produktion der Sendung mit der Maus nach Köln zurückkehrte. Wenn man sieht, was sich in der zweiten Staffel alles verändert hatte, kann man sich gar nicht vorstellen, dass diese Folgen vom selben Regisseur stammen. Was aber vor allem neu war, war die Idee eines Runddorfes. Da man anfangs nur ein winziges Studio zur Verfügung hatte, mussten alle Szenen der ersten Staffel, die sich in derselben Kulisse abspielten, am Stück abgedreht werden, bevor das Studio dann für die neue Location umgebaut wurde. Der begrenzte Raum fällt einem besonders ins Auge, wenn man sich Spencers Studio einmal genauer ansieht. Aber auch Lexis Pilz und vor allem Kasis Baumhaus waren damals sehr, sagen wir mal, spartanisch ausgestattet. Damals musste der arme Kasi sogar noch per Strickleiter auf seinen Hochsitz klettern. Apropos, wusstet ihr eigentlich, dass Kasis Baumhaus unterkellert war? Ja, das sieht man in der Episode Erfindermesse, als Elvis den Fahrstuhl betreten will, der aber nicht dort ist, wo er sein sollte und er somit in den Keller abrauscht. Wo wir schon bei Elvis sind, der sollte ursprünglich eigentlich Paul heißen und gelbe Haare haben. Ein Foto davon könnt ihr auf der ersten Kassette der Europa-Hörspiele sehen. Ja, es gab tatsächlich einmal eine Hörspielreihe zu Hallo Spencer. Mehrere sogar. Doch zurück zu Kasi. Der kleine Eichkater wurde in den ersten 86 Folgen von Herbert Langemann gespielt, der auch Samson aus der Sesamstraße darstellte. Doch während der Produktion der 87. Folge Kasi braucht Hilfe, verstarb Langemann plötzlich, weshalb diese Episode nicht fertiggestellt und gesendet wurde. Eine interessante Entwicklung hat auch Elvis durchlebt. Der war in den ersten Folgen noch nicht Spencers Assistent. Auch lebte er noch nicht mit seiner Lulu in einem Eisenbahnwaggon, sondern in einer Stadtwohnung. Und dann war da auch noch die da. Das ist übrigens Peggy, die wohl seine Tochter darstellen sollte oder Lulus Schwester oder so. Aber das ist ja auch egal. Die kam nach der ersten Staffel sowieso nie wieder in der Serie vor. Ist euch aufgefallen, dass Lulu gar keine Nase hatte? Ihr seht also, dass sich vor allem am Anfang der Reihe vieles stark verändert hatte. Aber auch wenn jede Episode eine abgeschlossene Geschichte erzählte, so gab es doch Entwicklungen, die sich über den gesamten Verlauf der Serie hinzogen. Da war zum Beispiel Poldi, der schönste Jungdrache der Welt, der anfangs noch in einer Höhle hauste und immer alle auffressen wollte. Vor ihm hatten die Bewohner des Dorfes ziemliche Angst und er selbst war auch mitunter äußerst aggressiv.
Später aber änderte sich das und er wurde wesentlich freundlicher. Auch die Queech Boys, die zu jeder Folge das passende Lied beisteuerten, bekamen in den späteren Folgen Eigenarten, die es dem Zuschauer leichter machen sollte, sie zu unterscheiden. Also bei mir hat das nicht funktioniert. So bekam Karl-Heinz einen hessischen Dialekt und Karl Otto stotterte beim Sprechen, aber nie beim Singen. Ja, und dann gab es noch die Liebesgeschichte des Dorfes. Die ereignete sich zwischen Lexi, dem Bücherwurm, und dem Zwilling Lisa. Den Beginn dieser Beziehung sehen wir in Folge 53, Lexis große Liebe. Und sie findet noch über Jahre hinaus immer wieder Erwähnung in der einen oder anderen Episode. Das waren schon eine Menge Entwicklungen, die diese Serie durchlaufen hatte. Und über lange Jahre hinweg konnte sie den hohen Qualitätsstandard auch halten. Was vor allem dem Regisseur Peter Podehl zu verdanken ist. Der hat nämlich nicht nur den Regiestuhl von Armin Maywald übernommen, sondern auch die Produktion der Reihe. Und vor allem war er für die Drehbücher von etwa 200 der insgesamt 275 Folgen verantwortlich. Wem der Name jetzt irgendwie bekannt vorkommt, der hat wahrscheinlich mein Spaß am Dienstag-Video gesehen. Denn Podehl war auch verantwortlich für diese Sendung und ebenso für Lemmy und die Schmöker. Ach ja, die 80er waren schon geil. Übrigens, Peter Podehl hatte auch einige Cameo-Auftritte in der Sendung. In Poldi und der Omnibus spricht er zum Beispiel die Verkehrsdurchsage. In Winter, Winter und Dornröschen ist er jeweils als Radiosprecher zu hören und in Der Fremde kommt seine Stimme aus dem Funkgerät des Kommissars. Nein, doch. Oh. In der Episode Lexi muss ran rief er sogar als Herr Ledop in Spencers Studio an. Podehl sagte einmal, dass er selbst in all der Zeit nie eine der Puppen auf dem Arm gehabt habe. Doch die hohe Qualität, die Podehl bei Hallo Spencer ablieferte, ließ uns umso schneller die Folgen erkennen, bei denen er nicht beteiligt war. Das absinkende Niveau fiel ganz besonders bei den Folgen auf, bei denen die Verantwortlichen neue Wege gehen wollten, wie zum Beispiel bei den Abenteuern mit Max und Molly oder den Episoden, in denen Spencer serienfremde Beiträge gezeigt hat oder Geschichten zum Besten gab. Dann gab es die Folgen, die in der Stadt spielten, in der Spencer wohnte und natürlich die fünfteilige Miniserie, die Poldis Jungdrachenschule zum Thema hatte. Ja, das war ziemlicher Rotz. Doch im Großen und Ganzen war die Serie absolut solide produziert und brachte uns 82 und 83 sogar ein Ferienformat, das Spencers Ferientipps bzw. Achterbahn hieß. So war es nur eine Frage der Zeit, bis auch das Ausland auf diese Serie aufmerksam wurde. Anfang der 90er verkaufte der NDR die Auslandsrechte an Haim Saban, worauf sie unter anderem in den Niederlanden, Skandinavien, Belarus, Singapur, Spanien, der Volksrepublik China und den USA über die heimischen Bildschirme flimmerte. Dort wurde sie The Hello Spencer Show genannt und jede Folge um etwa 7 Minuten gekürzt. Zudem gab es am Ende jeder Episode einen Rap-Song, in dem die Handlung der Folge noch einmal zusammengefasst wurde. Auch die Namen der Figuren wurden in den USA geändert. So hieß Spencer dort mit Vornamen Hello, weil in seinem Studio der Leuchtschriftzug Hello Spencer hängt. Elvis wurde in Elmar umbenannt, Nepomuk in Grumpowski und die Queech Boys wurden zu den Screech Boys. Das Dorf bekam den Namen Spencerville und da es in Ohio bereits ein Spencerville gab, verlegte man kurzerhand die Handlung einfach dorthin. Hä? Die nennen Spencer einfach Hello? Wenn wir das gemacht hätten, dann würde Gabe Cotter bei uns mit Vornamen Welcome Back heißen. Ab der Folge 238, die 1995 produziert wurde, war es dann endgültig vorbei mit den Geschichten aus dem Runddorf. Und nach 37 magazinartigen Episoden, die im neuen Studio oder in der Puppenwerkstatt spielten, wurde schließlich die letzte Folge am 7. September 2001 im Kika ausgestrahlt. Jetzt könnte man meinen, das wäre das Ende der Serie gewesen. Doch wie im realen Leben, so gibt es auch im Serienuniversum ein Leben nach dem Tod. Pünktlich zum 25-jährigen Jubiläum der Show wurden die Originalkulissen in den Heidepark Soltau gebracht, um dort ein neues Zuhause zu finden. Hierfür wurde eigens eine große Halle errichtet, in der eine neue Geschichte erzählt wurde. Dabei ersetzten Audio-Animatronics die Puppenspieler von damals, wurden aber von ihren Originalsprechern vertont. Leider wurde die Show 2017 durch eine neue Attraktion namens Ghostbusters 5D ersetzt, weil die Lizenz ausgelaufen war. Doch während ihrer Laufzeit war die neue Spencer Show unheimlich beliebt und der Heidepark Soltau bot in seinen Shops eine Unmenge von absolut genialem Merchandise an. Es gab Becher, Kopfkissen, Bettwäsche und vor allem die Figuren der Serie als Handpuppen.
Die Macher waren offenbar überrascht von der enormen Anziehungskraft, die die Serie noch immer auf die Menge ausübte. Und so wurde 2007 schnell eine DVD auf den Markt geschmissen, die allerdings nur lieblos zusammengewürfelte Folgen aus den späteren Staffeln beinhaltete. Die Fans fanden das überhaupt nicht gut. Der Aufschrei war groß, denn die echten Fans konnten mit dieser Fanbox überhaupt nichts anfangen und ihre Beschwerden wurden offenbar erhört. Denn nur 2 Jahre später kam 2009 die erste von insgesamt 3 Boxen auf den Markt, die uns endlich ganze 110 von 155 Folgen ins Haus brachte. Die fehlenden Episoden mussten leider aus rechtlichen Gründen ausgelassen werden. Wer sie aber trotzdem mal sehen möchte, der sollte sich in die Mediathek des Senders Arte begeben. Man könnte also sagen, dass die Spencer Show im Heidepark das Franchise neu belebt hat. Umso entsetzter war ich, als ich vor einigen Tagen einen erschütternden Beitrag auf der Homepage des Parks gelesen habe. Die berühmten Figuren aus der Kultserie Hallo Spencer suchten von 2004 bis 2016 im Spencerdorf der jetzigen Ghostbusters-Halle nach einem neuen Lied. Die 30-minütige Show begeisterte damals nicht nur die Kleinen, sondern die ganze Familie. Ihr jetziges Ende macht uns fassungslos. Am 7. Februar 2023 berichtete die regional erscheinende Zeitung Wochenblatt, dass auf dem Grundstück des Todlüsinger Sportvereins TSV am Baggersee Nachbildungen von Spencer, Lulu, Elvis, Kasimir und Lexi entsorgt wurden. Bislang war unklar, wie die Figuren auf das Grundstück kamen. 3 Tage später berichtete die Zeitung, dass die Figuren offenbar von jungen Leuten aus Übermut oder aus einer Alkohollaune heraus aus ihrem Lager in Moisburg gestohlen, beschädigt und dann auf dem Gelände des TSVs entsorgt wurden. Die ersten 3 Figuren, Lexi, Kasimir und Elvis, hatte eine Spaziergängerin im vergangenen Oktober auf dem TSV-Gelände entdeckt. Die 2 anderen Figuren, Spencer und Lulu, wurden im Januar dort gesichtet. Winfried Debertin, der Schöpfer der Figuren und der Serie, stellte unmissverständlich klar, dass er die Hallo-Spencer-Figuren niemals so behandeln würde, da diese einen wichtigen Teil seines Lebenswerks darstellten. Er sagt auch, dass die Diebe mehrere Personen sein mussten, da die Figuren mit Sockel 1,20 Meter hoch und jeweils 60 bis 80 Kilogramm schwer sind. Er sei sich sicher, dass die Täter aus der Gegend kommen müssen und das Gelände kennen. Leider wurden die Figuren bei Aufräumarbeiten durch die Mitglieder des Sportvereins auf der Mülldeponie Hamburg-Waltersdorf entsorgt. Winfried Debertin berichtet traurig, dass neben dem Sachschaden, der mehrere 10.000 Euro beträgt, natürlich auch ein großer ideeller Verlust entstanden ist. Aber ein positiver Aspekt bleibt. Die originalen Hallo-Spencer-Figuren sind sicher an einem geheimen Ort gelagert, sodass TV- und Kinoaktivitäten weiterhin möglich sind. Ein unrühmliches Ende für eine Show, die über viele Jahre hinweg groß und klein begeistert hat. Ich hoffe, dieser kleine Trip in die Vergangenheit hat euch dennoch gefallen und ihr lasst mir einen Daumen da. Und auch von Abos kann ich nie genug kriegen. Ansonsten gilt wie immer, der nächste Beitrag kommt am Freitag.